Weiters ein weiterer Bausatz von der Firma Decool aus China, wie auch immer das sein soll. Ich schätze, dass dieser Bausatz auch vom Bela ist, nur mit einer anderen Verpackung. Da Bela jetzt schon so bekannt ist, die Bausätze hauptsächlich eigentlich so nur im Ostblock zu haben sind, sprich Russland, Ukraine, Polen. Ja, aufgrund des Preises und wahrscheinlich auch des Zoll, dass es nicht durch den Zoll geht. Es dürfte ein neuerer Bausatz sein, weil auch auf einmal sind die Teile, sprich die Päckchen sind jetzt hinten mit Sicherheitshinweisen beschriftet. Aber das ist jetzt auch nur Englisch, Chinesisch, Russisch oder Russisch oder Griechisch und das andere sagt mir jetzt mal gar nichts. Wahrscheinlich Portugiesisch oder so, keine Ahnung. Ja, dieser Bausatz, Originalbausatz von Lego ist nicht mehr markterhältlich. Die Teile sind hier schon sehr gut nachgemacht, muss man schon sagen, zum Beispiel diese Federn. Federn schon sehr gut nach. Ist auch 1:1 Nachbau. Alles ist komplett der Nachbau. Mich wundert das immer wieder, dass das lohnend ist, für die Chinesen das nachzubauen, wenn sie nichts daran verdienen, weil dieser Bausatz kostet auch nicht mehr als $30, $30, $40 ohne Versand Maximum. Und dass das doch riesiger Aufwand ist, diese Teile anzufertigen. Bauanleitung mit den Aufklebern, allerdings ohne Ferrari-Logo. Bauanleitung ist sicher wieder von Lego abgekupfert, sprich vom Originalbausatz einfach kopiert, wahrscheinlich modifiziert, jedenfalls nicht alles. Die Aufkleber, zumindest die Aufkleber, haben sie am Computer nachgearbeitet. Aber ja, dürfte halt wieder, wie gesagt, alles und ist auch sicher von Lego nachgekupfert, ja, wenn man jetzt so sieht. Ja. Sicherlich interessanter Preis für Personen, die sich diese Lego-Sachen, Original-Lego-Sachen nicht leisten können. Ob das Lego jetzt auch so sieht, das sei ja mal dahingestellt, wahrscheinlich nicht so gerne. Deswegen findet man auch diese Bausätze nur mehr sehr selten im chinesischen eBay, sprich AliExpress oder Alibaba. Ja, ich habe diese Bausätze schon mal gesehen in Tschechien, weitaus teurer, über 100 Euro. Oder waren es sogar 200 Euro, keine Ahnung mehr. Die Reifen riechen gar nicht mehr. Das sind jetzt alle geruchsneutral eigentlich. Ja, riecht gar nichts mehr. Ja. Gut. Dürfte ganz neuer Bausatz sein. Ja. Und ja, Verpackung ist halt auch, schaut auch sehr nach China aus. Nachbau. Also, wenn man die Verpackung sieht, denkt man auf alle Fälle sofort an Lego-Technik. Man kann ungeübte Käufer, die keine Ahnung haben, werden wahrscheinlich denken, das ist Lego. Ja. Ein CE-Zeichen haben wir, einen grünen Punkt. Enthält Kleinteile, auch auf Deutsch, wunderschön. Not under 3 years. Wohl klar, aber wie gesagt, diese Fotos sind höchstwahrscheinlich geklaut. Hundertprozentig. Sicher nicht bezahlt, Lizenzgebühr. Sicher nicht. Ja gut, jetzt werde ich das Modell mal aufbauen und dann sehen wir weiter.